Moin Moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der NF Matchmap Ost gegen West, 4 gegen 4, zusammen mit meinem Team die Alte, Moin Moin, Salazar, Moin und Jim, Moin Moin, gegen Hoshi, Moin, Alpha Robbel, Mahlzeit, Holger, Hallo und Speedy, Moin, heute mal in einer anderen Reihenfolge, ne? Ja, was machen wir Schönes? Wir ernten. Wir hoffen natürlich schon auf zahlreiche Kommentare, liebe Leute. Und wenn ihr es nicht mitgekriegt habt, weil ihr die Folge gestern nicht gesehen habt, gerne nochmal. Wenn es unentschieden ausgehen sollte, weil der Ost ein bisschen schneller ist mit den Sonnenblumen und die Brücke und einen Strich durch die Rechnung macht, haben wir überlegt, noch eine kleine Special zu machen. Das Ganze würde dann eben auch am Samstagabend bei dem Stream stattfinden. Und zwei Sachen zur Auswahl. Feld Nummer 1 oder 10, also 1 im Westen, 10 im Osten, grubbern und anpflanzen im Team oder halt ein kleines, besser mal PKW Traktorrennen im Mittelbereich. Die beiden Dinger standen zur Auswahl. Wenn ihr nicht genau wisst, was ich jetzt meine, schaut doch ruhig nochmal die Folge von gestern an. Da habe ich es ein bisschen genauer erklärt. So, aber wie gesagt, trotzdem, erstmal müssen wir die Sonnenblumen noch runterkriegen vom Feld. Geht natürlich beim Osten genauso. Vielleicht fahren die ständig gegeneinander, weil sie nervös werden oder. Ich weiß es. Wir brauchen nicht gegeneinander fahren, wir können das auch so. Ja, blind, ne? Ja. Blind. Ja. Dann wollen wir mal. Wir schon um den Matchbereich rumgeeiert sind. Das stimmt. Wollen wir die Zeit mal wieder auf 5 machen, oder? Ja. 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 Warte, ja. Erledigt. Und habt ihr noch spannende Strategiebesprechungen, oder? Na klar, immer. Immer. Solltet ihr wahrscheinlich in den Osten euch zurückziehen. Hey, wir wollen ja erstmal bei euch lauschen. So. Ja, ist einfacher als gucken, ne? Wenn man direkt zuhören kann. Gut, wir sind mal weg. Okay, später. Jo, tschö. Das war knapp, die Leitplanke hatte ich gar nicht auf dem Ticker. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Ja, also ne, der Osten ist sich ziemlich sicher seiner Erntezeit. Ich muss noch einen am Ernte zuordnen, ganz viel fällt mir gerade ein. Ja, ich glaube hier mal. Gut. Ich bin jetzt gerade von Feld 9 einmal Richtung Mitte gefahren, um auch hier mal zu wissen, ob man in 15 Minuten auskommt. Also sollte das tatsächlich um 16 Uhr erntereif werden oder 16.30 Uhr. Weil wir ja zwischendurch auch immer in einer einfachen Spielgeschwindigkeit waren, was vielleicht Holgers Kalkulation hoffentlich ein bisschen durcheinander bringt. Würden wir es auch in ca. 10 bis 15 Minuten schaffen. Also wenn es nachher so ist, dann dürften wir zum Beispiel bis 17.45 Uhr ernten, was das Zeug hält. Dann also na, vielleicht ein bisschen später die Anhänger voll machen, halb voll wie auch immer und dann schon rüberfahren. Dann können wir in der Mitte in Ruhe das Feld abernten, in der Hoffnung, dass wir zumindest knapp dran sind. Also wir werden es bis zur letzten Sekunde versuchen, wir geben nicht vorab auf. Und ja, so ist es. Aber wie gesagt, wenn das tatsächlich, wenn seine Kalkulation oder seine Simulation, sage ich mal, von diesem Spielstand hinhaut, dann hat Holger natürlich recht und es wird um 17:45 erntereif und ja, dann können wir eigentlich nur noch deren Feld einfach ernten in der Mitte. Ja. Dann fahren wir einfach mit unser, also nehmen wir erst unser Feld 22 schnell runter und dann fahren wir danach zu einem Feld von denen und ernten da auch noch ein bisschen mit. Die Panik, dass wir was klauen. Genau. Nur aus Spaß, also wir sind natürlich nicht, ich sag mal nicht wirksam, aber ich meine, jetzt wissen sie es. Dann ist es auch kein Spaß mehr, dann wissen sie es leider Bescheid, aber ansonsten wäre es lustig gewesen. Wo soll ich denn Obst packen zum Verkauf? Ja, schon den Aufstand. Was verkaufen? Obst. Ja, auch ruhig beim Bau. Hier, Supermarkt, verkauf ruhig. So. Supermarkt oder beim Baumarkt? Obst nur am Supermarkt. Baumarkt kauft kein Obst. So. Was wolltest du mit dem Obst denn bauen? So. Verkaufen. Ja, aber beim Baumarkt kaufe ich Sachen zum Bauen und nicht zum Essen. Was dran? Naschen kann man auch kaufen.
Diese komischen Tüten. Da ist auch immer irgendwas. Da ist auch immer irgendwas. Ich war heute beim Baumarkt. Schrauben gekauft, Winkel gekauft, nachgekauft. Hier im Kabelkanal, weil jetzt ist Sturm in der Hütte. Im Gartenhaus. Kann jetzt Licht können wir an- und ausmachen, aber noch haben wir keine ordentliche Lampe, sondern erstmal nur so ein Provisorium, so da einfach eine Glühbirne an der Decke hängen. Weil noch konnten meine Frau und ich uns nicht einig werden, welche Lampen wir kaufen. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Okay. Dass man sich da einig ist, weil wir wollen draußen ja, also im offenen, überdachten Bereich soll ja irgendwas an Licht hin, logischerweise. Und aber auch im anderen Bereich, also hier im drinnen Bereich soll ja logischerweise auch eine Lampe sein. Jim wartet, wollte ich gerade sagen. Wir hatten uns dann noch aufgeteilt. Jim wollte auf der 3 starten. Ich wollte das BGA, unter der BGA das Feld nehmen. Salazar, glaube ich, auf der 9 und die Alte auf der 5, oder? Ja. Gut. Da sollte sich jeder dran erinnern, wenn es dann auf einmal heißt, Achtung, Sonnenblumen sind erntereif. Alle stehen und liegen lassen und rüber zwitschen. Ja, genau. Nur nicht im Weg stehen, die Fahrzeuge, falls wir irgendwie, falls sie auf der Straße sind und einfach an die Seite fahren. Ansonsten können wir auch die Landschaft. Ich habe alles verkauft, Paletten und so weiter, Pellets, Rollen und Obst. Er läuft aber noch, ne? Oder ist doch? Obst müsste noch laufen, ja. Ja. Und dann haben wir alles erstmal verhökert. Sonnenblumen ist ja auch. Dann würde ich sagen, also ihr sagt ja immer Bescheid, weil ich versuche euch abzubunkern während der Fahrt. Also gerne, wenn ihr so circa 50% habt. Mein Sonnenblumen ist ja nicht so krass ertragsreich. Die Schneidwerke sind zwar ein bisschen schneller, deswegen kann ich es noch nicht so richtig einschätzen. Sonst, ja, 50% sollte machbar sein. Und bis dahin, bis zum ersten Mal, da werde ich den Drescher selber einmal halb voll machen. Mehr ist ja nicht machbar dann. Ich mache ein kleines Wettrennen über die Karte. Wir können schon mal Fahrzeugfahren üben. Hab ich mich verhört oder sind die Lohner gar nicht da? Die Lohner sind nicht da. Hä? So, 57%, wann springt das endlich um? Vielleicht sollten wir einen Wachposten auf dem nördlichsten Punkt haben. Ja, das ist eigentlich hier, wo wir sind. Obwohl, nee, ich glaube, das andere Feld ist noch ein bisschen nördlicher. 57%. Oh nee, der Mais ist erst 42, da hängt ja sogar noch eine Wachstumsstufe mehr hinterher. Ja, also da könnt ihr direkt auf 5 oder 3 gucken, das sind die am weitesten. Da können wir, sobald wir mit dem anderen durch sind, können wir auch das Wachstum höher schalten. Weil es ist dann egal mit dem Mais, mit dem Körnermais. Das ändert nachher ja nichts mehr daran am Unentschieden. Wir sind nur ein bisschen später dran, aber das liegt auch daran, weil wir noch versucht haben, einen richtigen Wettkampf draus zu machen. Und nicht so wie der Osten gleich von wegen gesagt haben, das schaffen sie nicht. Ich meine, es ist ja auch eine richtige Entscheidung, Zweifel, aber man hätte es noch versuchen können, ne? So wie Jim vorhin schon sagte. Vielleicht hätten sie auch einfach noch Körnermais oder so anpflanzen sollen, um da noch versuchen, ein bisschen noch auch in diesem Bereich Wettkampf reinzubringen. Uns noch mal vielleicht nochmal auszustechen, ne? Genau. Ja, einfach nur zu zeigen, dass wir nicht einfach was fliegen lassen können, um aufzuheben, sondern dass wir auch da kümmern müssen, dass es runterkommt. Ja, aber es ist ja auch manchmal, ich sag mal, ein Tabellenletzter freut sich ja auch, wenn er gegen den Tabellenersten ein Unentschieden rausholt. So nach dem Motto. Ja, es ist auch völlig in Ordnung, also wie gesagt. Obst verkauft. Das ist völlig in Ordnung. Einnahmeernte 79.000. Da haben wir wieder 714.000. Da haben wir auch. So, jetzt müssen wir uns noch über unser Ass unterhalten. Ass. Damit wir die anderen noch ausstechen können. Unser Hoverboard mit einem Anhänger hinten dran. Stimmt. Womit wir dann zur Matchinsel rüberfahren können. Ja, brauchen wir eigentlich diese Fähre, sollen wir mal mit reinnehmen, oder? Ja, zum Beispiel. Ja, dann machen wir einen schönen Mod. Gibt ja so eine Fähre. Oder wir müssen halt hier aufschütten, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Wir werden hier nicht aufschütten können. Das heißt, da müssten wir jetzt schon die Millionen im Lager haben. Können wir nicht einen Häcksler nehmen eigentlich und deren Sonnenblumen weghäckseln? Dann haben wir doch die Millionen, oder?
Ja, dann haben wir die Kapazität. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Wir fahren jetzt in die Mitte, häckseln deren Sonnenblumen. Bauen mal bitte Katastrophen rein. Ja, das wäre auch was, genau. Edmonton, Tornado durch hier. Überschwemmung. Erntepott. Können wir eigentlich mal machen, einfach mal einen Häcksler kaufen und dahin fahren. Mal gucken, wie schnell die reagieren. Nein. So, was macht denn die Hühnerfarm? Nix. Ah, naja. Ist echt langsam. Knapp 2 Paletten voll Eier stehen hier noch, aber tut ja nicht wirklich. Ja. Wenn man Lust hat, noch Silage, könnte man noch ein bisschen verdichten. Ja. Schade, 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 dass wir das mit der Brücke nicht gemacht haben. 3 Stunden hätten wir bis 18 Uhr noch. Heißt 24 Minuten. In 24 Minuten, das wäre ein Meisterbauwerk. Aber schon mal gut zu wissen, dass es funktionieren würde. Ja. Funktionieren würde so oder so, aber das ist eben die Masse. Hm. Ja, funktioniert, kommt ja darauf an, wie tief die Brücke ist. Ne? Weil du kannst ja immer nur eine gewisse Höhe aufschütten. Und das reicht wohl gerade so von der Tiefe des Flusses, dass du mit der aufgeschütteten Menge nicht mehr versinkst. Kann ich wieder aufsagen. Aber das wird ja reichen zum Rüberfahren. Genau. Solange nur die Meldung kommt, fahr nicht so tief ins Wasser, ist man ja gerade richtig. Genau. Das müsste halt gehen. So, der hier Silagewagen hat deutlich besseres Verdichtungsvermögen als der Traktor mit den Pflegebereifungen. Jetzt schaffe ich bei einer Überfahrt 3% oder so. Sind auch wirklich nicht aktiv. Was meinst du? Ja, wenn man sich anguckt, was die machen, die stehen auch nur doof rum. Ja. Wie war das denn eigentlich so? Ja, das Ziel war durch knapp, ne? Aber uns fehlten noch 10.000 oder wie war das noch? Ja. Tor ist zu. Ja, Tor ist zu und Kuh war im Regal, ne? Genau. Ja. Bei wem oder bei uns? Uns, für Soja. Aber es fehlt noch Sonnenblumen eben, ne? Wie viele fehlen uns denn da noch? Hat das jemand im Blick? Oder kann mal jemand checken, wie viel Sonnenblumen wir noch brauchen? Ne, Quatsch, hier, Sonnenblumen riecht schon Körnermais. Oh, mal kurz gucken, was das da fehlt. Wir haben ja schon mal ein bisschen was abgegeben. Im Lager haben wir nichts mehr, ne? Mhm. So, ach so, jetzt 240.000, da fehlen noch 10.000. Mhm, genau, aber das Tor ist dicht beim Gegner und die Kuh ist, glaube ich, gerade im Regal. Das ist es noch für den letzten Balken, denn. Wieso die Kuh ist, die ist eigentlich dann nicht im Regal? Du sagst doch, die gibt es nur bei 100%. Weiß nicht genau, wann die eingestellt ist. Bei dem muss man noch mal durchzählen. Wie viele Kühe haben wir denn jetzt? 7. So wie der Gegner. 7. Mais soll 8 werden. Also vom Mais brauchen wir noch 181.377. Okay. Hatten wir nur auf Feld 2 Mais? Ja, ne? Ne, und auf 8, oder? Ein Streifen auf 8 und einen kleinen Streifen auf 2. Ja, das auf 8 müsste eigentlich schon fast reichen. Ja,
Dann können wir ja den Osten dann als Lohner beschäftigen. Was wir noch machen könnten, die Schneidebisse dorthin bringen, ne? Für den Mais. Und das stimmt. Eins liegt irgendwo im Graben, aber natürlich auch blöd, wenn wir die Fahrzeuge... Das brauchen wir da aber bei Feld 2. Macht Sinn. Dann glaube ich, wir haben ja eh keinen Zeitstress beim Mais. Nicht, dass nachher die Drescher zu lange weg sind, und wir hoffen ja immer noch, dass es irgendwie gleich umspringt und wir noch eine Dreiviertelstunde oder zumindest umgerechnet dann 5 Minuten ernten können. Heißt, wir können vielleicht 30.000, 40.000 Liter zusammenkriegen. Dann sind wir fertig. 100%. Ja. Gleich zumachen. Jo, machen wir gleich. Runter bin. Der Hoshi hat ja nichts zu tun im Osten. Ja, diese Challenge, ja, Fahrzeug fahren, wäre natürlich auch eine Überlegung mit Strohballen drauf und nicht verlieren unterwegs. Ohne Seil, also ohne hier Spanngurte. Oh. Und je runtergefallen. Ja, müssen wir am Samstag, wenn wir das machen wollen, erstmal noch Strohballen wieder herstellen. Ja, oder Grasballen. Oder und ja. Je runtergefallener Ballen gibt es dann 10 Sekunden Strafe oder so. Aber wird schwierig. Ja, dann brauchen wir unparteiisch. Das ja, ist wieder. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Lohner. Oder jemand, der sich das Ganze. Aber wie gesagt, wir haben natürlich alles auf Video. Also da wird, man kann nachher ja nicht viel rumdiskutiert aber du werden. Hast nicht alles auf Video von wirklich jedem an den wichtigen Punkten. Ja. So, und gerade das Verladen von Strohballen, ob das jetzt alles richtig drauf ist oder so. Nee, das würde ich mit. In der Mitte losfahren und in der Mitte wieder ankommen, egal ob das jetzt auf dem Feld drauf ist oder nur eine Runde drehen, ja, das kann man so überschauen. Das denke ich auch. Und da werden auch ein paar Sekunden Unterschied sein in die eine oder andere Richtung, dass man da dann nachher weiß, was Sache ist. Also uns fehlt noch zumindest ein Mais hier bis am Feld 8. Wir haben wir nicht, sind die in der Mitte oder hatten wir wieder verkauft oder so, ne? Wenn, dann liegen sie in der Mitte. Ich glaube, verkauft haben wir sie nicht. Oder hatten wir die nicht doch alle verhökert? Ja, ich glaube auch die in der Mitte hatten, die haben wir gleich alle wieder verhökert. Ja. Und dann haben wir nur das eine Maisgebiss, was wir von vornherein hatten. Ja. Ja, das ist gut möglich. Aber da das auf Feld 2 nur so ein kleiner Streifen ist, macht und da liegt das Maisgebiss hier auch, würden wir das als erstes machen und dann unten die 8. Also. Ja, aber dann könnte man zumindest mit 2 Drescher fahren, ne? Anstatt mit einem. Ja, das werden wir dann nach den Sonnenblumen regeln, glaube ich. Obwohl, na, wir kriegen es ja nicht mehr über die. Ach nee, bis dahin ist eh schon wieder Brücke auf. Das ist ja erst am nächsten Morgen. Wir wollen ja dann. Weil. Jetzt. Weil wir Sonnenblumen können wir ja auch in der Nacht brechen. Wir kriegen sie nur nicht verladen. Genau. Haben wir es nachher. Aber wie ist. Da haben wir auch schon 57%igen Mais. Haben wir gar nicht, ne? Wir haben nur 42%igen Mais. Ja, genau, nur 42%ig. Der Mais ist noch eine Wachstumsstufe hinter den ganzen Sonnenblumen. Das dauert noch so richtig lange, bis wir den runterkriegen. Das wird alles im Stream dann passieren. Und zur Not, wie gesagt, sobald die Sonnenblumen erntereif sind, mache ich Wachstum auch schnell. Weil dann hat es eh keine Bewandtnis mehr. Aus den Zeit. Aber dann ist das nur noch unsere vorhandene Kapazität abhängen. Oh, weil die anderen haben ja nichts angesehen. Die kann man nichts messen. Die haben ja nichts. Die müssen ja nur noch warten, bis wir dann den Körnermais eingefahren haben. Ja. Und ich würde noch schnell eine Map-Version machen, dass man für Körnermais 2 goldene Kühe kriegt. Das wäre auch nochmal. Krieg 17. Ja. Ich
glaube, wenn du am Samstag mit der neuen Map-Version daherkommst, dann gibt's Ärger von der anderen Seite. Ich glaube, ich suche mal den Trigger fürs manuelle Klappen der Brücke. Muss ich beim Giants Editor nachgucken, wo der Trigger noch genau versteckt ist. Vielleicht kommt man ja ran. Ich glaube, ich würde mal nur hinkommen, wenn man, wie gesagt, so eine Brücke direkt daneben oder dann fast da unter schüttet. Und es gibt tatsächlich im Skript einen manuellen Trigger. Ein Trigger, ne? Also so wie du, ich sag mal, wie du diese Tore aufklappst, wo du auch zu den Kühen reingehst, zum Beispiel bei der Kuhweide, gibt's auch für die Brücke. Kannst du auch manuell bedienen. Muss nur wissen, wo das Teil ist, und das ist halt, weiß nicht, entweder habe ich es unter die Erde gepackt oder ist es irgendwo unter der Brücke. Ist auf jeden Fall so nicht erreichbar am leichten. Aber es gibt einen. Falls der Krankenwagen mal rüber muss, ne? Ja. Für Notsituation. Ein Notfall. Ja, muss die Klappe ja, die Brücke ja auch während der Eröffnungszeit denn geschlossen werden können. Ja, im wirklichen Leben, wenn dann unter der Brücke so ein Segelschiff da durchdonnert. Dann kannst du auch nicht direkt klappen, ne? Aber die haben tatsächlich das hier so, dass, ja, wenn da tatsächlich Krankenwagen rüber muss, dann werden das bei den Schiffen schnell wieder auf Rot geschaltet. Natürlich die Schiffe, die schon fahren, die können ja auch nicht schnell mal hier, ne, Bremse, zack. Kommt ja drauf an auch. Aber die würden dann halt nicht die normale Viertelstunde, die sie immer auf ist, sondern vielleicht nur 2-3 Minuten. Und dann ist natürlich das Praktische, da der ganze Verkehr sowieso aufgestaut ist, fährt der Krankenwagen gleich pauschal im Gegenverkehr. Und hat natürlich da volle freie Fahrt, weil sich ja alles in normaler Fahrtrichtung staut. So, wir haben ja sogar noch schlechteren Mais. 28%igen Mais haben wir auch noch, aber ich glaube, den brauchen wir. Ich glaube, die Scheibe oben haben wir nur zu Notfall reingeschoben. Mhm. Weil wir es nicht abschätzen könnten, dass unser Notfallstreifen auf der 8 mit den Sonnenblumen bewirkt. Nein. Ja, ist eine Reserve. Naja, wegen der einen eisernen Reserve haben wir eine zweite eiserne Reserve gebaut. Ja. Vorsicht ist besser als Nachsicht, ja. Mach mal so. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das stimmt. Ja. Aber es passiert genau das, was ich heute Morgen, also am Anfang schon geahnt habe. Was denn? Nix? Wir warten auf die Erntereife. Ja, es passiert also praktisch nichts. Alle Paletten haben wir verkauft. Wir haben nochmal ein bisschen Geld eingenommen, haben 714.000. Aber wir sehen, ja, leider ist es gleich 17 Uhr und Sonnenblumen sind immer noch nicht erntereif. Also die da bin ich auch wirklich der Meinung, auch wenn das traurig ist, aber dann die geplante Samstagsfolge aufnehmen. Weil das wird dann, sonst müssen wir dann im Stream so lange warten und nicht. Ja, könnten wir machen. Dann würde ich aber sagen, stürmen wir jetzt einmal den Osten. Ja. Dann schnacken wir das noch einmal schnell im Team denn durch. User left your channel. Channel switch. Moin. Moin, moin. Mahlzeit. Moin. Schon wieder so spät, ne? Oh ne, 23 Minuten erst. Genau. Ja, also sollen wir noch eine Viertelstunde Samstagsfolge ranlegen, oder? Ich denke mal ja, ne? Weil noch ist, wir warten ja noch irgendwie 10 Minuten oder so, bis es erntereif ist. Von daher denke ich, macht Sinn, dass wir das jetzt noch in der Folge hinkriegen und damit wir heute Abend direkt mit der Ernte starten können oder dann schon direkt bei der Ernte sind, würde ich sagen, ja, habt ihr Glück, liebe Zuschauer, ist morgen Samstag Mittag 11:30 Uhr. Genau, könnt ihr noch mal schauen, wie das endlich erntereif wird und wir die ersten Meters ernten, ob tatsächlich die Brücke zu diesem Zeitpunkt geklappt ist, also dass wir jetzt noch Mengen rüberkriegen. Die Wahrscheinlichkeit ist langsam gegen Null. Also die Wahrscheinlichkeit wird auch immer größer, dass es tatsächlich noch auf ein kleines Wettrennen, in welcher Art und Weise ihr euch jetzt entschieden habt, auch immer ausgehen wird am Samstag. Und von daher würde ich sagen, genau, danke fürs Zuschauen und morgen gerne wieder reinschalten. Bis dann, ja, und tschüss. 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 Tschüss.